Ihr Lieben, ich bin's, Claudius Fabich, zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz Matuszewski. Es ist Sonntag und wir haben hier eine kleine Tradition, die ich am Leben halten möchte, nämlich, dass ich gelegentlich für euch lese. Heute mache ich das auch für Renate, Eleonore und Herbert. Das sind nämlich drei Zuschauer, die sehr, sehr schlecht sehen können, die stark, ja, seh-eingeschränkt sind. Und die unabhängig voneinander in den letzten Wochen mir geschrieben haben, dass sie sich freuen, wenn ich mal was vorlese, weil sie nämlich einfach nur zuhören müssen und nicht selber lesen müssen. Das mache ich sehr gerne, auch für alle anderen, die gut lesen können und die noch nicht mein neuestes Werk Made in Germany, Deutschland im rechten Licht haben. Noch nicht. Ich mache hier auch Werbung dafür, damit ihr es bald in den Händen haltet. Ist schon die zweite Auflage und da geht es um deutsche Erfindungen. Es heißt Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Warum? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir gerade jetzt auch ein Buch brauchen, das wir unseren Kindern und Enkelkindern an die Hand, in die Hand geben müssen, damit wir einen Gegenpol haben gegen die, ja, Propaganda in den Schulen, gegen das, was wir in den Schulen so hören, aber auch in den Mainstream-Medien. Wir erinnern uns, dass der Helge Lind verkündet hat, dass Deutschland von den Moslems aufgebaut wurde. Nein, Herr Lind, Deutschland wurde von den sogenannten Trümmerfrauen aufgebaut. Und es gab, als wir noch die D-Mark hatten, ein 50-Pfennig-Stück, das auf der Rückseite genau diesen Trümmerfrauen die Ehre erwiesen hat, die sie verdient haben. Es waren die Trümmerfrauen, es waren die wenigen verbliebenen Männer und Kinder und Jugendliche, die unser Land aufgebaut haben. Und auch daran erinnert Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Es erinnert auch an über 400 deutsche Schauspieler, die wichtigsten Dichter, Denker, Philosophen und Komponisten. Und ich sage es immer wieder dazu an der Stelle, mehr als 80% der weltweit aufgeführten klassischen Musik stammt von deutschen Komponisten. Und bei den Erfindungen, bei den Recherchen zu den Erfindungen gab es die ein oder andere Überraschung, wo selbst ich dachte, das haben wir nicht erfunden. Doch, haben wir. Und es wird übrigens auch Zeit, dass wir nicht mehr von den Deutschen sprechen, sondern von uns. Jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat über Deutschland und endet mit einem über die jeweilige Erfindung. Und heute habe ich mir den Buchdruck vorgenommen. Viele Deutsche glauben, sich jetzt dadurch patriotisch zu zeigen, dass sie Deutschland als Spucknapf gebrauchen, wenn sie in der Ferne sind. Christian Friedrich Hebbel. Wir Deutsche haben viele kleine und große revolutionäre Erfindungen gemacht. Dabei sind die kraftvollsten und gesellschaftsveränderndsten Erfindungen oft jene, über die viele von uns nicht nachdenken. Zum einen, weil nur wenigen bekannt ist, wie wertvoll bestimmte Erfindungen sind. Zum anderen, weil uns manchmal gar nicht bewusst ist, dass es unsere Ahnen waren, die uns und der Nachwelt mit ihrer Tatkraft, ihrem Erfindergeist und vor allem ihrer unbeugsamen Beharrlichkeit so manchen Schatz hinterlassen haben. Einen dieser Schätze verdanken wir Johannes Gensfleisch, genannt Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Auf den ersten Blick scheint die Erfindung des Buchdrucks nicht spektakulär, aber um zu begreifen, wie wichtig, ja geradezu elementar, Gutenbergs Erfindung für die Entwicklung unseres Landes, unserer Kultur, aber auch die anderer Länder war und ist, macht es Sinn, sich in die Zeit Gutenbergs zu versetzen. Als Gutenberg im Jahr 1440 in Mainz den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, wurde etwa zur selben Zeit auf Befehl des Inka Pachuchichu, ich kann es nicht aussprechen, die geheime Stadt Machu Picchu errichtet. In Europa ahnte noch niemand, dass es jenseits des Ozeans einen Kontinent gab. Ein Jahr später wurde Christoph Kolumbus geboren, der erst 42 Jahre danach auf der Suche nach einer neuen Route nach Indien auf Kontinentalamerika stoßen sollte. Ein Kontinent, der bereits mehr als 300 Jahre zuvor von den Wikingern entdeckt und besiedelt worden war. All diese Ereignisse konnte die Nachwelt auch dank Gutenbergs nachlesen. Ohne den Buchdruck wären sehr viele Geschichten nur mündlich überliefert worden. Die Erfindung des Buchdrucks war dabei aber mehr als eine Möglichkeit, Geschichten festzuhalten. Dank des Buchdrucks war es innerhalb weniger Jahre möglich, dass nicht nur einige wenige Gelehrte und Priester Informationen studieren konnten. Dank Gutenberg wurden Wissen, Kultur, Kunst und Informationen metaphorisch aus den Händen einiger weniger Herrscher entrissen
und den Völkern zugänglich gemacht. Die Druckkunst ermöglicht es immer mehr Menschen zu lesen, aber auch zu schreiben und ihr Schriftgut zu vervielfältigen. Die Alphabetisierung der Bevölkerung wurde nur dank des Buchdrucks einer deutschen Erfindung in Deutschland und der Welt umsetzbar. Heute tippen wir ein paar Zeilen in unser Smartphone und lassen den Text via Bluetooth von irgendeinem Drucker in höchster Druckqualität und Farbe ausdrucken. 1450 war der Druck einer einzigen Seite deutlich zeitaufwendiger und komplizierter. Gleichwohl betrachteten die Menschen zu jener Zeit die Druckkunst als kleines Weltwunder und wertschätzten es, endlich Bücher lesen zu können, die kurz zuvor nur in ausgesuchten Bibliotheken von Klöstern, Kirchen und Adligen als Einzelexemplare zu finden waren, handgeschrieben bzw. handgezeichnet. Mit der Kunst des Buchdrucks begann auch eine Freiheitsbewegung, die über die Jahrhunderte bis heute vom Geiste Gutenbergs bewusst oder unbewusst beseelt ist. Angetrieben von Neugier, Wissensdurst, Offenheit für Fremdes und Neues und bereit, Bestehendes sowie Obrigkeitsdenken zu hinterfragen, sind es die Nachfahren Gutenbergs, die heute Bücher dazu nutzen, ihr Wissen zu erweitern und mit anderen zu teilen. Die Nachfahren Gutenbergs, die auch mit den neuen digitalen Medien den Spirit Gutenbergs fortführen. Die Botschaft dieser bahnbrechenden Erfindung ist auch folgende: Informiere dich. Sei offen für unterschiedliche Informationsquellen. Sei offen für andere Meinungen. Teile dein Wissen. Hinterfrage, was du liest. Würde Johannes Gutenberg in unserer Zeit sein, wäre er bestimmt begeistert, wie sehr er der Menschheit mit seiner Erfindung zu Bildung und Informationsvielfalt verholfen hat. Er hätte Freude an der unfassbar schnellen und präzisen Drucktechnik und er würde sich bestimmt für die mannigfaltigen Möglichkeiten der digitalen Medien interessieren. Entsetzt wäre er sicher über die Bücherverbrennungen und deren digitale Erben, die Zensur des Internets und der freien Meinungsäußerung in unserer Zeit und unserem Land. Gutenberg wurde durch seine Gutenberg-Bibel bekannt. Er war bekennender Christ, er war Menschenfreund und er wollte mit seiner Erfindung sein Volk bereichern und es einen. Den Zeitgeist des 21. Jahrhunderts hätte er möglicherweise mit einer neuen Erfindung zum Wohle unseres Landes und der Welt beeinflusst. Aber vielleicht erfindet ja einer seiner Nachfahren, einer von uns, etwas, das unser Land und sein Volk eint und zu Wohlstand und Harmonie führt. Nicht nur Gutenberg würde es erfreuen. Die Erfindung des Buchdrucks ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Victor Hugo. Ja, so viel zur Erfindung des Buchdrucks. Kennt ihr das auch? Ich mag das ja, wenn man an Büchern riecht, wenn die dann auch so frisch vom Druck kommen. Ich mag den Duft, ich weiß nicht warum. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ja, das war meine Lesung heute. Ich grüße euch, wünsche euch einen zauberhaften Sonntagnachmittag, Sonntagabend und einen großartigen Start in die neue Woche. Und tatsächlich nochmal meine Anregung, schenkt es den Kindern und den Enkelkindern. Das ist die, ich denke, wichtigste Investition, die ihr in die Zukunft unseres Landes im Moment machen könnt. Ich habe das Buch für uns geschrieben und deshalb ist es nicht mein Buch, sondern es ist unser Buch. Und an der Stelle vielen Dank für wirklich die hunderten E-Mails, die ich von euch bekomme, vor allen Dingen auch Kommentare hier unter den Videos, aber auch bei Robert unter den Videos zu dem Buch, die tolle Resonanz. Na klar, freut es den Autor, wenn die Resonanz überwältigend groß ist und wenn die Leser begeistert sind von dem Buch. Das ist für mich eine ganz wichtige Motivation. Da gab es auch Anregungen. In der ersten Auflage waren ja auch einige kleine Fehlerteufel drin, die wir, ich hoffe mal, größtenteils in der zweiten getilgt haben. Aber auch das gehört dazu, dass man, wenn man ja viel macht, dass man eben auch mal was falsch macht. Da ist dann eben auch der ein oder andere Tippfehler drin. Oder beim Vorlesen auch mal ein kleiner Holperer. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit und ja, auf in einen tollen Abend. Alles Liebe. Den Link zum Buch hänge ich hier runter. Gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Ich signiere es euch auch gerne auf Wunsch. Manchmal kriege ich hier richtig so lange Texte.
Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel zu schreiben, aber mache ich sehr gerne. So Geburtstagsgrüße mache ich sehr gerne. Oder es gibt auch den einen oder anderen, der mit Deutschland nichts anzufangen weiß. Für den ist das Buch auch. Denn ich habe es gerade für Menschen geschrieben, die uns nicht mögen, die unser Land nicht mögen. Ich habe mir große Mühe gegeben, mich nicht über sie zu stellen, sondern auf Augenhöhe die anzuschreiben, die uns hassen, die uns verachten. Denn ich versuche, Verständigung zu finden. Und ich denke, es ist mir ein Stück weit auch gelungen. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Claudius. Ciao.